Hallo, wir sind heute bei Modul 4, Online-Quellen aus dem Internet beurteilen können, in unserem MOOC, das Internet im Unterricht aber sicher. Die Frage stellt sich, warum müssen wir das eigentlich können, sollte das jeder können, Online-Quellen gut beurteilen zu können? Was ist denn der Hintergrund, Barbara? Naja, in Zeiten, wo sehr viele vielfältige Informationen im Internet zu finden sind, wo wir uns nicht immer sicher sein können, was stimmt, mit was für Zweck auch Informationen geteilt werden, geht es natürlich darum, mündige Bürgerinnen und Bürger zu werden, mündige Konsumenten zu sein und so auch an der Gesellschaft teilhaben zu können. Das gilt natürlich für uns wie für die Schülerinnen und Schüler auch. In der Schule haben wir aber auch etwas davon, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, nämlich es zeigt sich, dass dann unsere Schüler gute Quellen finden können, diese auch beurteilen können, Quellen angeben, zitieren, auch etwas, was nicht immer so ganz einfach ist. Es geht also um die Informationskompetenz. Genau, wir haben einen Fachbegriff dafür, wir nennen das Informationskompetenz. Was gehört denn eigentlich alles dazu zur Informationskompetenz? Das wäre hier zum Beispiel Informationen erstmal finden können, das heißt auch Suchmaschinen entsprechend einsetzen können und diese Informationen letztendlich auch beurteilen können. Wir bekommen ja eine Vielzahl an Infos, wenn wir einen Begriff in der Suchmaschine suchen, aber hier gilt es ja auch erstmal auszuwählen, was ist denn das, was ich tatsächlich suche und bietet mir die Quelle auch das, was ich suche. Und wir müssen diese Informationen, die wir auch haben, beurteilen können und nutzen und weiterverarbeiten. Das ist ja etwas, was hier auch mit dieser ganzen Informationsflut, die auf uns eintrifft, eine ganz besondere Kompetenz auch bedeutet. Was heißt Informationskompetenz für Lehrende? Also als Lehrende sind wir natürlich genau unter diesen gleichen Bedingungen mit dabei. Wir müssen es immer wieder üben. Wir müssen es auch gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern üben. Es geht also um die Quellenanalysen. Es geht ganz wichtig darum, Suchbegriffe finden und kennen. Das ist auch nicht immer so einfach. Auch wissen, in welchen Quellen man nachprüfen kann, welche alternativen Quellen es auch gibt, die man genau dazu nutzen kann. Ja, vor allem dieses Thema der Quellenanalyse ist ja auch so eine Frage, wie gehe ich denn davor? Und es gibt ja so ein paar Richtlinien, an denen wir uns entlanghangeln können. Das sind diese Fragen, wer, wie, wann und warum ist so eine Seite gebaut. Das heißt, wer hat sie eigentlich erstellt? Wer ist der Autor? Wer sind die Herausgeber, die im Hintergrund sind, die man in der Regel im Impressum findet? Also hier auch immer mal überprüfen. Wie ist denn die Seite gemacht? Ist sie professionell gemacht? Wie sind Verlinkungen? Führen die ins Leere oder führen die tatsächlich auf Seiten, die mir auch nutzbar sind? Sind die denn auch noch entsprechend aktuell? Also das Wann wurden die erstellt, ist hier besonders wichtig. Und wie ist der Kontext, in dem diese Seite gemacht wurde, also Bild und Text? Wann sind die erstellt, sind die besonders alt oder kann ich das jetzt noch nutzen, hat sich da was verändert? Dann auch das Warum, für wen ist denn so eine Seite gemacht, welche Zielgruppe, ist viel Werbung drin, steckt da vielleicht jemand dahinter, der auch kommerzielles Interesse hat und welche Quellen werden benutzt oder werden überhaupt Quellen angegeben? Gerade bei Bildern ist es recht wichtig zu wissen, in was für einem Kontext wurden die eigentlich ursprünglich veröffentlicht. Passt das zusammen, wo ich das Bild jetzt sehe und welcher Text dazu mir erscheint? Und da ist die umgekehrte Bildersuche zum Beispiel in Google recht hilfreich. Die finde ich, kenne ich immer dran, wenn dieses kleine Kamerasymbol in der Suchzeile aufzufinden ist. Ich kann auch die Metadaten eines Bildes analysieren und ich kann in Hoax-Datenbanken einfach nachschauen, gibt es etwas schon über dieses Bild. Also das heißt, es bietet sich immer an, auch mal Bilder zu überprüfen, wo die herkommen. Ja, und dann haben wir ja noch den Unterricht. Vor allem im Unterricht ist es wichtig, hier auch Informationskompetenz einzuüben, und ich würde mal sagen, dass wir das sehr früh schon beginnen können, auch in Grundschulen beginnen, hier vor allem auch mit den Suchmaschinen zu arbeiten, verschiedene Suchmaschinen Kindern und Jugendlichen anzubieten. Das heißt, dass sie auch lernen, es gibt nicht nur Google, es gibt auch andere Suchmaschinen, und hier auch dann verschiedene Seiten mal vergleichen. Oder die Suchergebnisse einfach auch mal vergleichen. Das kennen wir ja auch. Ich gebe einen Begriff ein und es werden mir völlig unterschiedliche Ergebnisse hier angezeigt.
Der Glaubwürdigkeitscheck, also das, was wir mit diesem Wie, Wer, Wann, Warum, sollte auch immer wieder geübt werden über alle Klassenstufen hinweg. Und dann haben wir auch nochmal dieses große Thema der Falschmeldungen, die uns gerade in letzter Zeit immer mehr und mehr beschäftigt. Und auch da kann man in verschiedenen Unterrichtsfächern mal drauf schauen, zum Beispiel in Biologie, welche Ideologie steckt hier dahinter, wenn etwas sozusagen veröffentlicht wird. Aber natürlich ganz klassisch in politischer Bildung, in Geschichte, in den Sprachen, wo man einfach analysieren kann, ist das eine Falschmeldung, wie kann ich eine Falschmeldung erkennen, ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Vielleicht zu den Quellen noch, fast überall gibt es Referate in den Schulen. Wie wäre es, wenn man sich einfach angewöhnt und nach jedem Referat die genutzten Quellen zu thematisieren, mit den Schülern und Schülerinnen gemeinsam anzuschauen, welche Quellen das sind, ob das gute Quellen waren, das würde sozusagen dann einfach in Fleisch und Blut übergehen. Ja, dann wünschen wir viel Spaß bei diesem Thema Informationskompetenz und sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen.